Ich gehe zu den Pokémon-Weltmeisterschaften. Ja, ihr habt's richtig gehört. Letztes Wochenende habe ich mich auf den Europameisterschaften in London für die Weltmeisterschaften auf Honolulu qualifiziert. Und das mit diesem coolen Team. Und wir kämpfen direkt gegen eines der kniffligsten Matchups fürs Team. Das wird doch schon mal eine gute Zerreißprobe. Hier würde ich tatsächlich mal mit Ogapon und Ursaluna Blutmond leaden. Dann bringen wir noch Kurtel mit und Flatterhaar. Mit diesem Team bin ich auf den Europameisterschaften letztes Wochenende 6-3 gegangen. Leider ganz knapp nicht den zweiten Tag erreicht, aber trotzdem 80 Punkte geholt. Ich brauchte ja nur noch 7 und somit habe ich mich für die Weltmeisterschaften endlich qualifiziert. Ich glaube, wir machen es erstmal wie folgt. Wir gehen hier auf Spotlight und drücken Terra Normal Schallwelle. Dieses Team habe ich ja schon auch in der Global Challenge gespielt, aber ich denke, das Team ist sogar nochmal cooler im Open Team Sheet Format, wobei es auch in der Global Challenge an sich gut war, nur ja, war ich am letzten Tag on Stream dann ein bisschen zu nervös, als es dann um den Worlds Invite ging, aber ich muss sagen, es war noch cooler, dann auch einfach auf den Europameisterschaften bei dieser großen oder auf dieser großen Bühne dann quasi dort mein Worlds Invite, ja, zu bekommen und meine Reise geht ja hier weiter. Also es wird weiterhin Videos geben, Road to Worlds ist ja nicht vorbei, denn es hat ja gerade erst angefangen. Ich werde im August dort spielen, einfach auf den Weltmeisterschaften und deswegen werde ich mich natürlich weiterhin dafür drauf vorbereiten. Das heißt, es wird weiterhin Videos geben und ich werde zum Beispiel auch nächsten Monat in Stockholm auf den Regionalmeisterschaften sein, denn ich möchte weiterhin gut performen und das ist ein sehr, sehr nicer Knockout gegen dieses nice Wulaosu. Oh, da ist noch eine Citrobeere auf dem Boreos, das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass der das Item hat, beziehungsweise eine Giefebeere, noch interessanter. Dann können wir hier einmal ein Flatterhaar reinwechseln, denn Flatterhaar ist natürlich sehr, sehr cool, weil wir die Sonne auch noch in der Bag haben und einen Initiativbooster bekommen und auch noch eine Wahlbrille haben. Also das ist alles eigentlich relativ cool. Die Frage ist nur, machen wir das jetzt hier so? Ich glaube schon. Ich glaube, es wird ein Polarorkan vielleicht sogar kommen, statt dem Rückenwind. Und wir gehen auf Zauberschein und wechseln Kurtel ein. Ich muss sagen, ich habe mich in den letzten Wochen sehr viel mit diesem Team auf die Europameisterschaften vorbereitet. Die Basis von dem Team kam vom guten King Belex, denn der hat das Team in Dortmund gespielt. Ich war ein großer Fahrer auf Ursaluna Blutmond Fan in dieser Regulation und fand das Team sehr cool. Aber ich habe dann ein bisschen was Eigenes draus gemacht und dann mit anderen Leuten mich noch gepreppt. Mit dem guten Michi, Snomsen, Flobert, Dennis und Belex eben auch. Also es war eine sehr gute Prep und es kam tatsächlich kein Rückenwind, sehr, sehr gut, sondern hier einfach wahrscheinlich Polarorkan und Eiszapfhagel. Yo, wahrscheinlich wird der jetzt hier droppen, wobei es ist eine 25% Roll, dass das nicht KO'd und Polarorkan geht auch noch daneben. Das ist krass, sehr, sehr krass, weil wir sind hier ein sehr offensives Flatterhaar und tatsächlich auch Full Speed. Aber das heißt, wir können jetzt hier einfach mal nochmal auf Zauberschein gehen und auf die Eruption. Wobei, ja, die Priorität ist ein bisschen blöd und Polarorkan ist halt jetzt Single Target. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Ich hätte Schutzschild einsetzen müssen. Er hatte sogar Eissplitter statt Tiefschlag. Polarorkan überlebe ich nicht. Ja, okay, das war ein kleiner Missplay, glaube ich. Weil wenn ich hier auf Schutzschild gehe, ist das, glaube ich, fein. Aber ja, ich war hier gerade einfach ein bisschen zu excited und wollte erstmal gerade ein bisschen die Infos rausbekommen. Und dann haben wir auch noch eines der kniffligeren Matchups. Man muss sagen, Boreos mit Regentanz ist sehr, sehr schwierig fürs Team, weil er eben manuell das Ganze einsetzen kann. Ja, und jetzt geht hier erstmal auf Schutzschild. Wie gesagt, ich glaube, der beste Play wäre einfach gewesen, mit Kurtel Schutzschild einzusetzen, Flatterhaar abzuwerfen. Ich glaube, dann wäre ich in einer guten Position gewesen. Jetzt wird es ein bisschen kniffliger, weil da kommt es ein bisschen auf das letzte Pokémon an. Ich sollte von Baojian alles überleben, also eine Sanctoklinge zum Beispiel, aber Briduradon könnte halt in der Bag sein. Wenn dann Hootsasa in der Bag ist, dann gewinne ich, glaube ich, den Kampf. Wenn dann Briduradon ist, dann wird das ein bisschen kniffliger. Und da kommt tatsächlich Briduradon rein. Okay, wie gewinnen wir das jetzt hier am besten? Das ist schwierig. Ich glaube, wir müssen leider auf die Schallwelle gehen. Anders geht's nicht. Die Sanctoklinge wird uns nicht KO'en, aber Briduradon ist schneller. Ist natürlich jetzt hier ein bisschen schade, dass im ersten Game man nicht die krassesten Stärken gerade vom Team sieht, aber in Game 2 und 3 auf jeden Fall. Und ich glaube, wie gesagt, wenn ich das ein bisschen besser spiele, wäre das sogar noch winnable gewesen. Aber ja, ich bin gerade einfach nur sehr excited. Ich habe mein Worlds Invite und ich habe generell noch ein bisschen was zu erzählen in zweiten Kampf. Das ist doch mal ein Team, wo ich die Stärke von Donnersichel zeigen kann, denn der hat ein cooles Moveset. Wir packen Flatterhaar nochmal in den Start, Kurtel auf jeden Fall und Ogapon. Denn dieses Donnersichel-Set kocht
ordentlich. Die Basis vom Team kam ja vom guten King Belex. Und ich habe dann, ja, was Eigenes so ein bisschen draus gemacht und mit anderen gepreppt. Und dieses Donnersichel ist halt die Krönung von dem Ganzen. Und ich glaube, wir machen das sogar direkt mal. Wir gehen auf Terra-Ausbruch, Feuer in Flatterhaar und switchen Kurtel rein. Denn die Sache ist, dass dieses Donnersichel-Set, ja, so selten gespielt wird oder eigentlich gar nicht. Das war vielleicht mal so ein Ding in Regulation B oder so, also vor einem Jahr. Aber das hat auch da schon fast niemand gespielt. Und Terra-Ausbruch in der Sonne ist halt unfassbar stark. Wir geben dem Gegner schon Flatterhaar jetzt ebenfalls einen Boost, aber Spezialangriff. Das heißt, wir sind wahrscheinlich sogar noch schneller als das Flatterhaar. Und das wird jetzt sehr cool werden. Denn wir setzen natürlich die Terra-Kristallisierung ein, wodurch wir auch eine Bodenschwäche haben. Das heißt, wenn Demeteros den Slot angreifen sollte, schade. Aber normalerweise wird er das wahrscheinlich nicht machen, weil Flatterhaar ist, glaube ich, eher das Ding, was er hier angreifen möchte. Und wir sehen auch eine Terra-Kristallisierung auf der gegnerischen Seite. Könnte möglicherweise Flatterhaar sein, wäre cool. Jo, das ist Terra-Fee Flatterhaar und das wird gerade richtig gut werden. Denn wenn ich schneller bin, bekomme ich ein KO auf Flatterhaar, ohne dass er Schaden rausbekommt. Jo, und die Terra-Kristallisierung ist einfach gewastet. Schaut euch diesen Damage an. Tschüss Flatterhaar. Sehr, sehr cool. Wenn jetzt Erdkräfte einsetzt, könnte man sagen, ja gut, du hast deine Terra-Kristallisierung auch gewastet. Aber ganz ehrlich, das war es mir wert. Und ich glaube eher, dass die Erdkräfte jetzt hier in den Kurtel-Slot kommen könnte. Es ist aber so die Matschbombe in den Slot. Noch krasser für uns. Nun kommt Bao Jian rein und das ist jetzt cool. Wenn Bao Jian ein hartes Wesen hat, sind wir schneller. Deswegen könnte er hier auch auf Tiefschlag gehen. Das ist ein bisschen das Problem gerade. Daher gehe ich hier, glaube ich, einmal auf Schutzschild und wechsle Ogerpon rein. Wir haben gar keine Lust auf diesen Tiefschlag jetzt hier rauskommen. Wir könnten dann einfach, ja, Spotlight drücken und Breitseite einsetzen. Das wäre sehr, sehr stark. Das würde ich feiern. Und die Terra-Kristallisierung ist halt auf der gegnerischen Seite auch schon raus. Das feiere ich auch gerade sehr. Wir sehen sogar ein Schutzschild rauskommen. Okay. Interesting, interesting. Und Demeteros wird jetzt hier auf Wüstenorkan gehen. Oh, spannend. Okay, Wüstenorkan, damit hätte ich jetzt eher weniger gerechnet. Das macht sehr guten Schaden gegen Ogapon, muss man dazu sagen. Ich glaube, dann gehen wir tatsächlich wirklich einfach auf die Breitseite und auf Spotlight. Und vielleicht verlieren wir beide Pokémon jetzt hier diese Turn. Aber das wäre nicht allzu schlimm, weil ich glaube, Flatterhaar plus Kurtel können ja einfach durchcleanen. Okay, wir sehen tatsächlich keinen Tiefschlag rauskommen. Ein Volltreffer gegen Demeteros, der, glaube ich, aber nicht krass mattert. Denn wir brauchen einfach nur ein bisschen Chip, dass wir gleich mit rechter Hand Zauberschein durchsweepen können. Und die Sancto-Klinge kommt jetzt hier raus. Aber wir waren schneller, weil das eben ein hartes Bao Jian war und wir eben ein frohes Wesen hatten. Und die Frage ist jetzt, hat der die Möglichkeit zu treffen oder nicht? Wüstenorkan geht sogar daneben und das ist natürlich noch besser für uns. Wir können jetzt hier einfach in Flatterhaar gehen. Ich glaube, es mattert nicht krass, selbst wenn es trifft, weil ich glaube, Flatterhaar plus Kurtel gewinnen hier einfach das Match. Aber so haben wir jetzt nochmal eine Absicherung, weil wir nochmal auf Breitseite gehen können und auf einen Zauberschein. Let's go. Und das war jetzt sehr gut, weil wir auch diese Terra-Kristallisierung einfach rausgebaitet haben. Denn Tiefschlag kommt jetzt hier raus, das leben wir aber. Zauberschein, KO'd beide. Und das ist ein wahrscheinliches GG. Es kommt darauf an, es ist noch ein Pokémon in the bag. Aber ich glaube, das ist fein, egal was jetzt hier reinkommt. Da kommt Dragoran rein und das ist ja super, weil die Terra-Kristallisierung auch wieder weg ist. Wie gesagt, Abschlag kommt raus, Zauberschein Single-Target und das sollte ein Good Game sein. Und deswegen, dieses Team bringt einfach so viel Spaß. Dragoran überlebt das sogar noch, aber Abschlag kommt hinterher. Und damit ist es ein sehr, sehr cooles Game gewesen, was wir gewinnen. Nice. Und das letzte gegnerische Team ist ja richtig wild. Hui. Hier könnte tatsächlich der Ogapon plus Blutmond-Lied wieder sehr gut kommen. Donnersichel und Flatterhaar in the Back gefallen mir ebenfalls sehr. Aber ihr seht schon, man kann das Team so cool kombinieren. Man hat so viele Optionen, offensiv reinzugehen. Man hat auch ein paar defensive Optionen, aber es ist ein sehr offensives Team, muss man sagen. Und das feiere ich einfach sehr. So, wir sehen Dinglu mit dem Unheilsgefäß und Zapdos, was an sich okay ist, würde ich sagen. Ich glaube, wir können hier erstmal mit beiden auf ein Schutzschild gehen, weil ich erstmal scouten möchte, ob hier eine Terra-Kristallisierung kommt. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass der Gegner hier Terra-Kristallisieren muss, aber der Gegner Terra-Kristallisiert einfach nicht, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was macht der denn jetzt hier? Weil eigentlich ist das ja wirklich eine gute Position für mich, ne? Ogapon ist gegen beide sehr stark. Okay, wir sehen ein Schutzschild rauskommen, okay. Und Ursaluna Blutmond kann halt auch offensiv reinballern. Und Zapdos geht auf Lichtschild. Oh, okay, krass. Screens auf dem einfach. Okay, dann würde ich sagen, hauen wir jetzt hier erstmal eine Rankenkeule in den Slot und noch eine Schallwelle hinterher. Erstmal ein bisschen scouten, was der Gegner machen möchte. Okay, er wechselt hier direkt raus.
Da bin ich jetzt mal gespannt. Was kommt denn da rein? Ogerpon. Okay. Ja, da bekommen wir dann guten Schaden mit der Rankenkeule raus. Das nimmt man mit. Die Schallwelle wird er wahrscheinlich überleben. Auch nochmal dank des Lichtschilds und der Resistenz und weil Dinglu auf dem Feld ist. Aber ich glaube, das ist okay. Und Next Strike kommt raus. Okay. Gut, dann drücken wir jetzt erstmal nächste Runde auf entspannt Blutmond, würde ich sagen. Und ich werde aber erstmal versuchen, das gegnerische Ogerpon, glaube ich, mit der Rankenkeule zu besiegen. Denn dieses Pokémon will ich auf jeden Fall weghaben und Blutmond in den Slot. Okay, ich bin schneller. Das heißt, entweder habe ich den Speed-Teil gewonnen oder weil ich eben Full Speed investiert bin, war ich eben schneller als er. Und dann bekomme ich jetzt hier nochmal einen Blutmond in das Ding Lu. Ich habe auch ein bisschen Speed-Investment tatsächlich auf Blutmond, was normalerweise für Bizarro ein bisschen weird ist. Aber für dieses Team eben ganz gut, weil es in gewissen Matchups halt hilft. Wie zum Beispiel auch gegen Ding Lu. Und Erdbeben ist okay erstmal. Also natürlich, Schaden auf beiden zu haben, ist jetzt nicht super toll, aber wir haben halt schon gut Schaden auf beide Pokémon rausbekommen. Beziehungsweise ein Pokémon schon besiegt. So, da kommt Florges rein. Okay. Ich glaube, ich würde einfach mal Rankenkeule in Florges einsetzen und nochmal die Schallwelle hinterher. Da kommt der Wechsel. Okay, das ist tatsächlich relativ fein, würde ich sagen. Wenn ich jetzt hier Holzhammer eingesetzt hätte in Dinglu, wäre ich natürlich traurig gewesen, aber habe ich nicht, denn Florges will ich hier erstmal wegbekommen. Und das ist guter Schaden, weil Florges hat nicht die beste physische Verteidigung. Zauberschein, Ursaluna lebt das ganz knapp nicht. Schade, schade. Aber ich glaube, das ist soweit okay. Denn wir haben noch die Terra-Kristallisierung offen und können jetzt erstmal entspannt auf Flutterhaar gehen. Und ich glaube, wir können dann Rankenkeule hier in den Slot einsetzen und Terra-Fee Zauberschein einsetzen. Klar ist das Lichtschild noch aktiv, das heißt, Florges wird das wahrscheinlich überleben, aber er hat halt nicht die Möglichkeit, so easy in Dinglu reinzugehen, weil er dann eine Feenattacke abbekommt und wenn er mit Zapdos drin bleibt, bekommt er eine Rankenkeule ab, außer er geht auf Schutzschild. Aber Zapdos hat selten Schutzschild, deswegen gehe ich gerade eher nicht davon aus. Wir sehen die rechte Hand rauskommen. Ja, das ist okay für mich, weil dafür bekommen wir halt Zapdos weg und ich glaube nicht, dass Florges ein Flutterhaar besiegen kann. Also das würde mich jetzt etwas wundern. Ja, Florges überlebt das ganz knapp und die Rankenkeule kommt raus, besiegt auf jeden Fall Zapdos und dann haben wir halt noch einen Donnersichel in der Bag. Also Ogerpon wird hier auf jeden Fall besiegt werden, das ist aber fein für mich. Florges, Zauberschein, yo. Und das ist okay, der Schaden. Lichtschild ist sogar vorbei, das heißt, er hatte kein Lichtleben. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Und das Ding ist, wahrscheinlich hätte ich so einfach mal Terrafee Mondgeweih einsetzen können und Rankenkeule auf den Zapdos-Slot. Aber ich dachte, vielleicht wechselt er ja wirklich Zapdos raus, aber tut er nicht. Und jetzt können wir, glaube ich, einfach wieder auf Zauberschein gehen, gerade wo das Lichtschild weg ist. Und Abschlag hier in den Slot einsetzen, denn wenn er Terra kristallisiert, mache ich darauf neutralen Schaden. Außer es ist irgendwie Terrafee, aber Terrafee ist auf jeden Fall keine Resistenz gegenüber Fee. Das heißt, das wäre auch fein für mich. Und da ist Terra Gift drauf, was natürlich ein guter Terra-Typ jetzt hier für den Zauberschein ist. Aber dafür kommt dann halt ein Abschlag in den Slot. Und ich glaube, Abschlag KO'd den einfach. Also wir haben hier die offensive geballte Power und die nutzen wir direkt aus, um hier den KO gegen Florges zu bekommen. Und danach auch dieses Ding Lu zu besiegen. Und selbst wenn Ding Lu das überlebt, Ding Lu kann hier nicht beide meine Pokémon gleichzeitig besiegen. Jo, Ding Lu überlebt das tatsächlich. Aber Erdbeben kann selbst mit einem Crit nicht beide besiegen. Also ein Walband-Set wäre gefährlich, aber den hätte ich jetzt abgehauen, das Item. Und deswegen alles easy, Donnersichel rettet hier uns diesen Kampf quasi, beziehungsweise holt uns einfach hier den Win mit der Breitseite. Ich hoffe, ihr habt Bock, weiter die Road to World zu verfolgen und wenn ihr das tun wollt, schaut gerne mal bei diesem Video hier vorbei.